Servus Leute, hier ist Dirk von Knife is Knife. Grüßt euch. Ja, heute geht es um zwei Dinge. Und zwar habe ich mal wieder bei Michael reingeschaut vom Indoor Ranger. Verlinke ich auch hier unten in der Infobox. Ist ein super Kanal. Servus Michael. Ich hatte noch nicht geantwortet auf deinen Beitrag, werde ich aber noch nachholen. Aber du hast ja geschrieben, es wird dieses Jahr eine Mückenplage geben. Und da möchte ich euch mal ein bestimmtes Mittel empfehlen. Sorry, Leute. Und zwar kennen ja viele dieses Fenestil. Dieses Fenestil-Gel kostet in der Apotheke 5 bis 6 Euro. Und klar, früher habe ich das halt immer genommen. Und mittlerweile nehme ich aber ein anderes Mittel. Und zwar, das solltet ihr übrigens ganz kurz mal eben. Ich habe gesehen, dass 3% der Zuschauer meines Kanals auch Frauen sind. Entschuldigung, dass ich euch noch nie angesprochen habe. Aber bitte, das ist jetzt auch ein Video für euch. Für euch, für eure Männer, für eure Kinder. Also, ich danke euch für eure dass ihr diesen Kanal ab und zu mal anschaut. Oder meine Videos. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Mittel. Und zwar nehme ich immer dieses Zeug hier. Und zwar ist es ein ätherisches Öl. Und zwar, warten Sie mal, ist auch nett, ne? Warten Sie mal bitte. Vielleicht kann man das so sehen. Das ist dieses Lavendelfein. Das muss jetzt nicht von Primavera sein. Das ist hier von Primavera. Es gibt auch andere Lavendelöle. Und Leute, dieses Zeug, das ist, ich sag mal, 1 Million Mal besser als Fenestil. Das ist tatsächlich so. Also wenn ihr, also oft habe ich nachts, ihr kennt das sicherlich, ne? Außer ihr habt eine, wahrscheinlich seid ihr alle so klug, ihr habt irgendwelche Mückengitter am Fenster, das habe ich aber nicht. Und wenn ihr dann irgendwann nachts mal aufwacht, dann werdet ihr nicht wach, weil ihr schlechte Träume habt. Nein, dann werdet ihr wach, weil es juckt. Und wenn ihr dann wach werdet, seht ihr eine weiße, fette Stelle auf eurer Haut, die ohne Ende juckt. So, dann gehe ich hin und hau mir hier von diesem Lavendelfein, hau ich mir einen Tropfen drauf. Und das müsst ihr ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das Kinder schaffen, dann nicht mehr zu kratzen, aber wenn das wirklich so ein riesen Mückenstich ist, schmierst du das Zeug drauf und dann merkst du so ein bisschen, also wirklich minimal, wie das so ein bisschen beißt. Also aber wirklich minimal, tut nicht wenig, es ist einfach wirklich sehr angenehm. Und wenn du dann wieder einschläfst, weißt du morgens nicht mehr, dass du einen Mückenstich hattest. Dieses Ding ist komplett weg. Der Mückenstich ist nicht mehr aufzufinden. Ich hatte das letztens wieder, so gar nicht lange her, da bin ich aufgewacht, hatte voll das fette Teil hier an meiner Haut. Und dann, ja, bin ich aufgestanden, voll müde, das Zeug draufgekippt, riecht halt nach Lavendel. Das muss man halt mögen. Man kann aber auch andere ätherische Öle nehmen, zum Beispiel Teebaumöl. Ey, aber wenn ihr Teebaumöl nimmt, dann verschwindet alles um euch herum. Menschen, Tiere, Viren, Mücken, alles. Also bitte nicht Teebaumöl nehmen, das stinkt wie Puma-Scheiße. Also wirklich, dieses Lavendel, das geht wirklich noch, das ist echt in Ordnung. Aber das kann ich euch wirklich empfehlen. Vor allen Dingen, der ganze Mückenstich ist dann irgendwann, den siehst du nicht mehr. Morgens wachst du auf und du weißt nicht mehr, dass du einen Mückenstich hattest. Ehrlich nicht. Probiert das aus, das Zeug. Das ist mega. Wenn ihr das einmal ausprobiert,
schmeiß dir jedes Fenestil in die Ecke. Glaub mir das. Aber gut, bei mir ist es so, ich kann natürlich von mir nur sprechen, aber meine Frau nimmt das, die hatte letztens sogar einen Bremsenstrich. Ich weiß nicht, wie die nennen. Das sind so irgendwelche Fliegen oder Mücken, die immer nur auf Pferde rumhängen. Ja, und wenn die dich beißen oder wenn die dich stechen, bei mir ist das dann so, dass ich, wenn die mich stechen, habe ich so eine Art Elefantenkrankheit, dann habe ich voll das dicke Bein und meine Frau auch. Und wenn die das dann drauf schmiert, 2, 3 Tage, ist das Ding weg. Also echt, Teufelszeug nicht. Göttliches Zeug. Ja, der liebe Gott hat ja wohl doch irgendwelche Mittel auf die Erde gesetzt, was uns wirklich hilft. Und dieses Zeug ist so geil gegen Mückenstiche. Kann ich wirklich, wirklich nur wärmstens empfehlen. Auch für Kinder oder für Babys. Ich weiß nicht, ich habe kein Baby, aber ich weiß nicht, ob das, ihr müsst es halt selber ausmachen, da mit dem Geruch, ob das in Ordnung ist. Also es riecht einfach nach Lavendel. Und ja, das muss man mögen. Ich mag es. Es riecht eigentlich ganz in Ordnung. Also Leute, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Falls ihr Mückenstiche habt, die euch oder ihr seid da sehr anfällig für dieses Zeug, kann ich wirklich nur empfehlen. Auch für alle Outdoor-Typen, alle, die draußen sind, am Wasser, zelten oder was weiß ich, das Zeug ist mega. Ist halt auch nicht günstig, aber es hilft halt. Es hilft halt perfekt. Es hilft halt wirklich perfekt. Okay, das wollte ich euch mal schnell in die Kamera halten, weil gute Erfahrungen sollte man ja teilen. Das haue ich jetzt mal wieder hier raus. Jetzt kommt es nämlich zu den wichtigen Teilen des Lebens oder zu den wichtigen Dingen des Lebens. Ich habe mir gestern bei meinem Messerhändler des Vertrauens. Also Vertrauen tue ich darauf, dass er mir immer viel Geld abnimmt. Nee, Spaß beiseite. Ich war gestern wieder in der Stadt und dann habe ich gedacht, gut, ich schaue mal vorbei. Und ich brauchte unbedingt dieses Messer hier noch, das hatte ich noch nicht. Und das ist das Supertinker mit der Artikelnummer 1.47.03 in Rot. Und das werde ich jetzt mal auspacken. Und hier ist das schöne Messer. Und ja, das hat natürlich hier den Kreuzschlitz. Also wenn jemand am Computer herumfummelt mit irgendwelchen Kreuzschlitzen, sehe ich das komplett ein, dass das hier die falsche Stelle ist. Aber alles, was nicht in einem engen Raum stattfindet, einen Moment bitte. Also alles, was in engen Räumen stattfindet, da kann man den wirklich schlecht gebrauchen, diesen Kreuzschlitz. Aber so normal, was weiß ich, Küchenschränke, Balkontüren, irgendwelche Schubladen, da funktioniert das hervorragend. Und das Gute ist natürlich, du hast einfach natürlich einen besseren Hebel, ne? Zum Drehen. Also du kannst mehr Kraft ausüben auf die Schraube und man kann besser drehen. Also du hast einfach Gigante, du hast einfach mehr Kraft, die Schraube zu lösen oder festzudrehen. Ja, deswegen brauchte ich das unbedingt noch. Aber es hat natürlich alles eine Bewandtnis. Und das sage ich euch dann irgendwann mal. Habt ein bisschen Geduld. Hier die schöne Klinge, die 91er Klinge. Kleiner Schraubendreher, Dosenöffner, großer Schlitzschraubendreher, Bieröffner, Drahtabisolierer. Dann haben wir hier die wunderschöne, Achtung, jetzt kommt's, Schere. Nicht Klinge. Und das war's. Und dann hat es hier noch die kleine Klinge. Das sind 3 Layer. Und hinten hat es dann auch ja, genau. Hinten hat es dann hier die. Na, hier die wunderschöne Ahle. Da habe ich letztens mal, habe ich glaube ich schon mal erwähnt,
mein Tintenfass vom Drucker aufgebohrt und habe da andere Tinte reingekippt. Hat funktioniert, super, tolle Aale. Hier haben wir dann wieder den Pakethaken, den mache ich jetzt nicht raus. Und dann hier natürlich den Kreuzschlitz, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und Pinzette am Kreuz, Zahnstocher unterm Kreuz. Ja, ein wunderschönes Messer, drei Layer, kann man noch gut mitnehmen. Ja, wunderschönes Messer. Habe ich jetzt auch in meiner Sammlung. Ja, Freunde, das war's dann schon wieder von meiner neuen Errungenschaft. Leute, probiert es wenigstens mal aus. Ist wirklich toll, das Zeug. Jo, das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hier das Goldene, das muss ich euch noch mal zeigen. Das ist so wunderschön, wie das so. Ich gucke mir das jeden Tag an, wie das hier so blinkt. Das ist echt wunderschön, das Messer. Das ist echt ein gigantisches Teil und so schön schwer. Das mag ich sowieso. Alles gut. Perfekt. Danke, Freunde. Danke fürs Reinschauen. Macht's euch gemütlich. Tschüss.